Hallihallo, da bin ich zu meiner Bestrafung. Ich habe gegen Lichtle beim Random Clash verloren. Random Clash ist ja so eine Geschichte, wo wir eben gegenseitig immer zu zweit meistens das machen. Sprich, einer ist am Würfeln und ja, würfelt halt eine Zahl. Und so oft darf er eben den Gegner suchen bzw. überspringen. Sprich, wenn ich eine 5 habe, darf ich den Gegner 5 Mal überspringen, bis ich ihn angreifen muss. Und die zweite Zahl zeigt eben, gut, okay, ich muss 1, 2 oder 3 Sterne machen. Und ja, ich habe verloren, leider das allererste Mal. Und jetzt ist die Sache, die der Lichtle sagte. Und pass mal auf, Bestrafung, machen wir Folgendes. Also ich muss mit Golems angreifen, komplett, voll. Und da dachte ich mir auch, gut, okay, dann machst du das mal so, dass du die Sorbet-Türme angreifst, wo man vielleicht noch ein bisschen was rausholen könnte. Aber ihr seht jetzt gleich mal selber, was da ging oder was da nicht ging. Und hab das mit meinem iPad aufgenommen, weil ich diesmal nicht extra ein Leck oder sowas haben wollte, und dann passt das so. Ja, ich bin von unten und von oben reingegangen, jeweils im oberen Bereich mit dem Sprungzauber. Die Golems sind Level 1, weil ich sie eben, wie gesagt, sonst nie nutze. Und ja, passt so weit. Oben habe ich noch die Queen gedroppt und unten haue ich jetzt gleich noch ein paar, also die Clanburg rein, da habe ich ein paar Magier und ein paar Burgis drin. Und ich hätte mir noch ein bisschen mehr von erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist kein 100% Angriff leider. Hätte ich gern gehabt. Aber wenn ich die dann mal im Goblin Attack mäßigen Video machen möchte, dann werde ich die höchstwahrscheinlich auch mit Schweinereitern angreifen. Das ist, denke ich, die beste Taktik bei dieser Base. Ja, aber wie gesagt, seht selber. Viel Spaß damit. Und gucken wir mal, was hier so weiterhin geht. Der King ist fast down. Da passiert nicht mehr viel. Die Queen hat noch gar nichts verloren, aber das passiert auch noch. Leider. Vorteil bei der Sache ist natürlich ganz klar, sobald man so eine Kobold-Mission hat, spielt natürlich die Zeit keine Rolle. Aber das hier war das Problem. Das ist eine Mauer, aber eine Mauer zu viel. Somit hat der da sich da echt extrem ein abgerackert und ist da einfach nicht zum Zug gekommen. Die Queen macht jetzt unten schon ein bisschen Damage. Also ich konnte schon einiges von der Beute holen. Das ist gar kein Thema. Das habe ich bekommen. Aber das war es dann auch schon fast. Und wir skippen den Rest mal ein bisschen, beziehungsweise ich kann ja jetzt weiter. Ah, nee, die Queen ist noch voll dabei. So, und jetzt skippe ich das einfach mal ein bisschen. Ja, und ihr seht, die Mauer kriegt immer weniger Lebenspunkte. So, und jetzt arbeitet der Golem sich langsam durch. Und ja, hier ist er kaputt und dann kommt auch noch eine Trap. Und bam, fliegt der eine noch hoch und dann war es das auch schon. Aber ich meine immerhin 78% und es war eine Bestrafung, also es musste sein. So viel dazu, also ich mache mal so wieder zurück hier, so zack. Es musste sein, wie gesagt, 7 Golems, King, Queen, klar, 5 Boogies, 5 Magier und 4-mal den Sprungzauber. Das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ja, guckt euch mal die anderen Videos an, da ist für jeden was dabei. Ich wünsche euch was, macht's gut.